Die Rennen mit Spike sind nicht schwierig, dafür ist aber Spike schwierig. Das ist ein wahrer Punkt, den ich so auf jeden Fall bestätige. So, wir gucken mal, was wir noch an Leistung machen können. Turbo können wir reinbauen. Haben wir da. Ah, fuck die. Alter, sind die schon teuer. Die kosten ja schon 10er, ey. Scheiße, aber die würden uns richtig Leistung geben, ey. Motorblock kostet 3,1. Das können wir trotzdem mal schon mal gönnen. Nockenwelle. 3,3. 1000. Ja, komm, dann fahren wir den schon mal so. Wir fahren jetzt mal Serie. Ich will einfach mal gefahren haben. Oh Gott, die Höhe ist ja serienmäßig echt mal richtig geil. Nicht. Aber wir machen einfach assigen Sturz rein. Damit wirkt die Karre gleich viel cooler. So ist gut. So fahren wir erstmal. Ich finde das auf jeden Fall nicht fragwürdig und vor allem illegal mit dem deutschen TÜV vereinbar. Das ist mir. Ja, okay, heute bleibt da erstmal Ghost draufstehen. Ich habe vergessen, dass unsere Tastatur ja gar nicht angeschlossen ist. Naja, dann lassen wir erstmal Ghost. Ghost ist auch nicht so schlecht. Lackierung kann man schon mal gucken. Ja, wir lassen erstmal Ghost draufstehen. Ich kann leider das Geld jetzt nicht mehr ändern, weil ich das Tastatur ja abgeklemmt habe. Ja. Das ist nicht schlecht. Oh, auch nicht schlecht. Alter. Da sind ja echt schöne dabei hier, die S13er. Oh, von Crown. Ja, der nette Crown. Der weiß aber, wie es geht. Zack, da brauchen wir nicht lange überlegen, was wir hier fahren. Das wird da einfach drauf gezimmert. Easy going. So. Handling müssen wir noch einstellen. Das geht natürlich auch voll wieder in die Driftrichtung, weil ich Bock drauf habe. Und dann würde ich mal sagen, driften wir mal unseren total vermuxten S13. Sehr schön. Wir fahren damit mal. Die Spur ist super. Ist wichtig fürs Driften, dass wir eine sehr, sehr breite Spur haben. Die Spur muss breiter als das Fahrzeug sein. Aufgrund dessen, dass ich mir irgendwelche Sachen ausdenke, damit das Sinn macht. Ah, oh, S13 Type X. Brutal geil. Ich fühle mich gerade getriggert, Alter. Der will mich doch jetzt verarschen, oder? So, ich hab Bock eigentlich was zu driften mal. Oh, Manu Style, wir machen Driften. Wisst ihr was? Wir probieren es einfach mal, ob die S13 schon jetzt quer kann. Ich guck mal. Schauen wir mal. Breit und eng hieß das Ding gerade. Okay, sehr gut. Es ist halt wirklich breit und eng. Die haben dann wirklich Eiskalt zugenommen. Meine Fresse. Ja, Alkohol hilft nicht gegen Probleme. Das tut mich aber auch nicht. Das ist gut. Das war, das finde ich. Das ist richtig. Damit hast du den Punkt. Oh fuck. Okay. Alter, die geht aber gut mit dem Arsch. Sieht mit der Spur aus dem Bildern aus. Aber wir müssen erstmal Geld für ein Turbo haben. Nur Turbo, nur Whitebody. 20.000 Brücken sollten wir hinkriegen, oder? Alter, das Fahrhandling manchmal, wenn die Karre einfach plötzlich anfängt, nur in Richtung zu gleiten. Und dann gleiten wir nach links. Und die Karre so, hier. Ja. Und dann spielt er so, bitte nicht. Ich sollte vielleicht auch mal Drifts hinkriegen. Das wäre ein Anfang. Ja, so. Alter, Menno, geh mir nicht auf den Sack. Ich muss jetzt 20.000 Punkte hinkriegen. Aber stimmt, wir können das Geld jetzt erstmal in Optik investieren. Wisst ihr was? Scheiß auf den großen Turbo. Das King muss breit sein. Also will ich in der Kerbers bauen. Obwohl ich nicht weiß, ob ich das Rocket Bunny will. Vielleicht baue ich den auch so oben einfach. Schön clean. So wie Amy. Amy hat auch schön clean. Soll ich nochmal Punkte sammeln? Sehr schön, geht doch. Ich hole mir noch mein Benjo raus, ist hier soweit. Andere Richtung. Einfach mal bei 80 km/h quer fahren. Kann man so machen? Sieht dann halt nicht so spektakulär aus. Und Shadows wieder am Wyman. Boah, das könnt ihr euch jetzt gerade mal selbst durchlesen. Ich will jetzt nicht jedes Mal die Reime vorlesen.
Ich fühle mich aber noch mal ein bisschen bekloppt, ey. Die sind aber gut geschrieben. Das muss man ihm lassen. So. Lukas ist so krass, der driftet gerade. Das muss man erstmal können. Drifte mal gerade, ja? Immer dieses, das ist so einfach, ja? Scheiße ist es. Gerade driften ist eine Kunst. Da warten wir mal auf ein schönes Telefonat. War super cool. Und Fly. Und Tight Bro. Geil, unten ist noch mehr Stress, lass uns hier oben noch mehr Stress machen. Geil! Das macht absolut logisch Sinn. Ist kein Reim. Oh, Entschuldigung. Hey, Lukas, das ist ein Reim. Es ist aber ein Gedicht. Du weißt, was ich meine. Du weißt, was ich meine. Red dich jetzt nicht raus. Gymkhana. Ja, geil. Komm, machen wir. So, wollen wir mal. Ein wenig Gymkhana vorn. So, die Sprünge nehmen wir auf jeden Fall nicht mit, weil wir wissen, Sprünge und die Fahrphysik verträgt sich nicht. Gymkhana, sag ich, kann es Gymkhana ist, ja, ist richtig. Ah, okay, du meinst wegen Autogramm über die Mail diskutiert. Ja, Autogramme schicke ich so nicht raus, mache ich nicht, nee. Möchte ich nicht machen. Weil das wird bis zu vieles Guten. Autogramme gibt es nur, wenn man mich irgendwo mal trifft. Sonst leider nicht. Tut mir leid. Außerdem bin ich auch ein normaler Typ. Ein Autogramm von mir ist nichts wert. Was wollt ihr damit? Oh, Amy hat gerade jetzt schon die Karre verreckt. Ja gut, schade. Naja, dann mache ich das halt alleine, ne? Da eines 13 Fahrer muss es halt dann alleine schaffen. Oh, das ist Polizei. Guten Tag. Lassen Sie nicht stören. Da hinten kommt die vorbei. Hier nehmen Sie die fest. Ich habe damit nichts zu tun. Ich kenne diese Frau nicht. Wurde belästigt. Die hat auch nicht auf eine Armlänge Abstand gehört. Ja, anscheinend kümmert die Polizei sich jetzt um die. Ja, macht noch mehr Sinn, finde ich. Junge, wie lange ist das? Gibt keiner hier. Punkte habe ich schon. Oh, schön hier um den Kreisel, okay. Okay, dann nicht. Nee, war nicht so. Nee, doch nicht. Das mal besser. Ist mit der S13 jetzt noch nicht so cool. Das ist schade. Aber hier nach pimpen wir jetzt erstmal. Ich muss ja gucken, was ich für ein Bodykit dran mache. Ich bin mir nicht sicher bei der S13 gerade. Rocket Bunny ist zwar cool, aber keins ja auch mal cool. Ja, was anderes, ne? Boah, natürlich ist da noch eine Kante, aua! Danke an Super2408, willkommen im dritten Monat, danke dir für den Restart. Ja, vermisst du deine S13? Ja, auf jeden Fall. Wenn ich irgendwann mal Geld zu scheißen habe, hole ich mir wieder eine. Aber momentan habe ich gar kein Geld übrig, ich bin nada in Niente, gar nichts. So, easy. Genau, nächster Stream kommt Freitag. Da spielen wir ja bis Trials Rising nochmal weiter und Sonntag geht's dann mit Need for Speed weiter. So sieht's aus. Ist irgendwie unfair, wenn ich dich jetzt hungrig mache. Nö, ich esse ja nachher was, also alles gut. Und so lange streamen wir ja nicht mehr. Ist ja knapp noch eine halbe Stunde. Da kann ich mir und gleich ja mal schön, ja, gönn ich mir was. Breitere Kurve und Type X-Body, das wäre eine geile Kombination eigentlich, da hast du recht. Oder ein Anruf. Hat echt jemand gesagt, die Cops halten sich zurück? Niemals. Tun sie nicht? Okay, schade. Brauche ich noch einen RPN-Sticker auf die Kiste? Wir möchten eigentlich noch einen RPN-Sticker drauf machen. Oh, guck hier, da ist der Crown-Sticker, Crown YouTube. Nein, ich will ihn nicht. Ach krass, die ist so komplex, dass kein Platz mehr ist. Ach scheiße, der jeden Buchstaben einzeln gemacht. Da will der mich verarschen. Digga, Crown, da bist du eigentlich komplett behindert.
Da müssen wir leider den Target Trophy runternehmen. Ach du Scheiße, ey. Da kommt da jetzt ein LPN drauf. So. Alter, der hat wirklich alle Sachen da ausgenutzt. Der ist ja komplett bescheuert, der Junge. Junge, Junge, Junge. So ist gut. Das nehmen wir. Sehr schön. So. Dann schauen wir nochmal. Bodykits. Alterisch Rocket Bunny V2, Rocket Bunny V1. Oh, wir können noch Front Swap machen. Stimmt, geht ja auch. Wäre auch cool. Habe ich bisher noch nie groß im Spiel gemacht. Ich bin bisher immer nur... Ich mag keinen Klappscheinwerfer viel zu gerne, ne? Ich mag keinen Klappscheinwerfer viel zu gerne. Haben wir eigentlich breite Kurflüge so? Oh, haben wir. Oh, kommen wir damit tief. Ja, okay, scheiß drauf. Nee, wir machen keinen Front Swap. Boah, ja, wir machen die hier drauf. Oh, da kommen wir richtig tief mit. Das gefällt mir gut. Nein, wir lassen die originale Front. Boah, wenn die anderen natürlich auch geil wären, wenn wir tief damit kämen. Aber ich mag halt die originale Front viel zu sehr. Es gibt... Oh, es gibt Stegen. Ja, geil. Perfekt. Okay, alles gut. Nehmen wir so. Seitenschweller. Wir dürfen eigentlich nicht zu tief kommen, weil... Wir lassen erstmal Serie. Oh, da gibt's ja mal richtig assige. Da gibt's ja mal richtig assige. Theoretisch müssen wir, wenn wir es gleich haben, wir den Origin plus 55. Wir können aber theoretisch auch hier das BN-Spot sehen, was einfach komplett assig ist. Und das machen wir, weil es einfach komplett assig ist. Ja, finde ich gut. Einfach komplett assi. So, Hexschussstange. Können wir eigentlich auch wieder keine machen. Eigentlich müssen wir auch Serie bleiben, aber Serie sieht ja kacke aus. Können wir aber Origin Streamlab zumindest, haben wir das zumindest. So, Kennzeichen muss ich die Finger davon lassen. Auspuff. Ich hätte gerne ein richtig dickes Rohr, aber geht irgendwie. Da, nehmen wir das hier. Waster 3 Zoll. So, Heck-Spoiler. Können wir theoretisch, können wir das hier machen. Aber da wir einen schönen, wir haben einen Type-X-Spoiler und den will man eigentlich drauf lassen. Oh, wir können auch, oh, wir können auch Ducktail machen, aber Ducktail ist geil. Type-X-Spoiler ist auch geil, aber Ducktail ist geiler. Sorry, Ducktail macht alles besser. Ducktails, So, Felgen. Was nehmen wir denn mal das Schönes? Was schön ist, dass Payback zugefügt hat, du konntest während des Customize Y drücken, um die Sicht zu wechseln, um noch drehen zu können, weil du kannst jetzt hier halt bei 215 Need for Speed nicht drehen, also du kannst nicht das Gesamtbild angucken. Watanabe-Felgen fahren wir. Da brauche ich lange überlegen. Watanabe-Felgen, Junge. Die sind ja auch, glaube ich, beim Neuen, bei Payback nicht mehr drin, oder vertue ich mich? Weil sind die da noch drin? Ich meine, die werden auch nicht mehr drin. Boah, das sieht so sexy aus, Bruder. Da noch schön, komm, gezogene... Gezogene Toyo-Teils hätte ich gerne noch. Oder neben Eidler-Felgen gezogen. Eidler gezogen, sehr schön. Was wir die vorne auch finden. Da, sehr schön. Und schöne Bremsstelle haben wir noch nicht frei. Gut, da brauchen wir da auch noch nichts machen. Natürlich brauchen wir jetzt aber eigentlich den Seitenschweller, ne? Aber der ist jetzt von Front zu tief. Ich pack den mal dran. Wir gucken mal kurz, ob das von der Höhe passt. Aber ich glaube eben nicht. Ja, es geht noch, ne? Ja, ist nicht ganz gleichmäßig, aber ist okay noch. Boah, die Tiefe ist jetzt geil. Die Felgen sind noch drin? Okay, Entschuldigung. Die sind noch drin, Entschuldigung. Boah. Aber Fitment finde ich jetzt ganz nice eigentlich so. Ach, Sturz. Okay, können den Sturz natürlich jetzt noch komplett rausmachen. Machen wir mal so. So, hinten negativ fahren, vorne schön normal. Das finde ich ganz sexy so. So, jetzt gucken wir mal kurz, ob wir Leistungstechnik noch irgendwas machen können. Stabis können wir noch mal einbauen. Komm, machen wir jetzt mal hier ein bisschen Handling noch mit dazu. Handbremse. Bremsen. Haben wir erstmal Level 22, haben wir noch neue frei. Driftreifen. Diff machen wir noch rein. Komm, wir geben jetzt mal unser ganzes Geld noch aus. Und Fahrwerk. So, jetzt haben wir noch 2-4 übrig. Können wir irgendwas leisten? Auspuff. Perfekt. So schön, jetzt sind wir pleite. Und ich finde es optisch ganz sexy jetzt eigentlich. Aber Motorhaube haben wir vergessen. Ups, sorry. Wir gehen nochmal rein. Motorhaube habe ich vergessen. Motorhaube habe ich vergessen. Aber ich glaube da... Obwohl, da gibt es noch ein paar geile, ne? Aber wir haben kein Geld mehr. Scheiße. Fahren wir nochmal rein. Oh ja, sieht gut aus. Jetzt sieht er von der Tiefe vernünftig aus. Oh, der hat eine 40, der Arsch. Der Arsch. Ich will auch eine 40.
Hätte ich auch noch gerne im Let's Play, aber ich glaube, das kann man sich leisten, ey. Das wird, glaube ich, zusammenkommen, das Geld. Rückleuchten kann man nicht verändern bei dem. Rückleuchten und Scheinwerfer gehen leider. Ich weiß, ich bin auf 15 Need for Speed hier noch nicht. Da geht nichts. Schönes wäre. Oder gehen Scheinwerfer? Ne, Scheinwerfer gehen nicht und Rückleuchten gehen ja auch nicht. Ne. Und Scheinwerfer haben wir noch gesperrt. Die gehen ja hier, glaube ich, sogar. Haube. Ach, kostet alles zu viel. Scheiße. Weil hier gibt es so eine, die ein bisschen wie. Boah. Die hab ich ja gar nicht im Kopf gehabt. Die ist halt ganz geil, weil die so ein bisschen Nismo-Style ist. Aber ich feiere die aber richtig hardcore. Ja, müssen wir gucken. Wir müssen auch wieder Geld verdienen, dann können wir uns noch eine Haube leisten. Aber momentan geht es leider noch nicht. So. Machen wir weiter. Ein bisschen was haben wir noch. Halbe Stunde haben wir noch. Können wir noch mal ein bisschen mit der S13 noch ein bisschen rumfahren. Dann kauft ihr den R40 mit meinem Trinkgeld. Ja, das wird in ein paar Jahren. Zehnten. Ah, die Driftfahrzeuge haben gezogen gerade. Oh Gott. Stimmt's zurück, dem sollte man in der 40 entziehen. Alter, was ist denn bei dir schiefgelaufen mit der Lackierung? Schämst du dich denn nicht? Ich hoffe. Oh, 12.000 gibt's dafür. Ja, geil. Können wir uns ein Turbo leisten. Boah, gefällt mir optisch jetzt schon ganz gut, ne? Muss ich sagen, gefällt mir ganz gut. Schöne Kiste jetzt. Schöne Kiste. Wurde hübsch. Tuners haben's drauf. Geil. Wir sind gleich startklar. Was ist da auf meiner Haube los? Ah, der fährt jetzt hier mit? Echt jetzt? Nee, fährt er nicht. Doch, nee, fährt er nicht. Kollege, hopp! Mach keine. Boah, ja, klar. Ah, so einer ist das. Geil. Der geht mir jetzt richtig schon hart auf den Sack. Schön. Hab ich Bock drauf. Oh, Junge. Wenn man sonst nichts in deiner Freizeit zu tun hat, Sticker baut man in der 40 und geht Leuten im Multiplayer auf den Senkel. Geil. Richtig krasser Typ. Da sind ja ganz viele Freunde, der Junge. Okay, leistungstechnisch hätten wir noch ein bisschen Dampf gebraucht, auf jeden Fall. Das ist Robin, ja. Oh, Junge. Verpiss dich doch jetzt bitte. Na gut, er ist auch noch zu dumm zum Rammen. Das ist halt auch so ein Problem. Alter! Okay, wir sind schon mal Erster. Da ist schon Amy. Kollege, verpiss dich. Wie kann man denn so viel Langeweile in seinem Leben haben, Alter? Mach irgendwas Sinnvolles. Helfen für die Schule, keine Ahnung. Und geh mir nicht auf den Senkel. Ich mag uns S13, ey. Die Gewerbe ist echt gut, ey. Fällt mir echt gut. Ich bin auch der einzige der Menschen, der fucking M3 GDR in der Gras stehen hat und sich dann S13 holt. So, oh ja, ich will jetzt auch mal was Cooles fahren. Das macht ja auch Sinn. Hier sehen Sie einen Fahrungsbereiten der 40 in seiner natürlichen Umgebung, ja. So kommt mir das gerade vor mit dem Kollegen, ey. Nummernschild kann ich nicht ändern, dann kommt der scheiß Tastaturpack wieder und den wollen wir jetzt nicht. Ich mag nicht schon noch wieder das Spiel neu starten. Ich lasse die Tastatur jetzt einfach in Ruhe. Die Tastatur lassen wir das Nummernschild lassen wir das Nummernschild sein. Schick Ghost drauf gut ist. Wow, keine Ahnung, wie du das war schön angerufen, hast. Junge. Hey, ist deine Sache. Es geht gleich weiter. Direkt das nächste Event. Event nach Event nach Event. Bam, 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 bam. In die Fresse. Oh, ist echt schon das nächste Event. Da ist der Spacko ja. Könnt ihr euch ja merken? Proangui. Arsch. So. Was, Alter, ist ja alles gerade hier oben. Haben wir überhaupt irgendwo ein Event? Oh, doch, da unten haben wir eins. Gewählt Drift-Events im Menü. Komm, dann machen wir hier unten mal ein schönes Drift-Event. Nein, das nicht. Gute löschen. Wir können uns aber eigentlich gerade ein Turbo kaufen. Wir können auch gerade ein Turbo kaufen. Wenn wir gerade. Und eine Haube. Haube und Turbo. Jetzt können wir uns die Haube wissen leisten. Und ein Turbo. Er ist bestimmt 30 und du sagst zu ihm, lernen für die Schule. Wenn man mit 30 noch so drauf ist, dann sollte man für die Schule lernen. Eindeutig. So. Ich finde die ja leider viel zu geil. Die ist halt total over the top und total bekloppt. Eigentlich, die macht die ganze Front im Arsch, aber ist mir egal. Ich mach's trotzdem. Edge. So, Turbo. Turbo, Turbo, Turbo. Wo ist der Turbo?
Jetzt behämmert, wo ist der Turbo? Da. Kann ich mir den größten leisten? Bitte ja, bitte ja. Ja, kann ich. Welchen der stärkste von denen? Der hier. So, jetzt sind wir wieder. Alter, 40. Ich habe auch gerade so Glück gehabt mit dem Geld, fällt mir gerade auf, Junge. Stimmt, die hatten hier geile Turbos. Da sind mal einen großen Turbo drauf. Was hat denn richtig schönes Turbo? Turbogeräusch, Turbo Twitchern, ne? Ein schönes Twitchern, glaube ich. Hört man es jetzt gerade, warte. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Muss man schon sagen. Ist schon. Komm, fahr was Event jetzt hier oben, ist egal. So. Hartes Durchgreifen. Ja, die Haube kann man jetzt gut finden und nicht. Ich finde sie gut. Ich lasse sie dran. Wir lassen sie dran. Ich finde sie gut. So, Community Drift Events mit Menno. Hey, Junge. Bist du bereit? Hey, Bro. Nenn mich nicht Junge, nenn mich Bro. Wir sind Bros, Mel. Bro. Bro, Bro, Bro. Oh, Drift Contest, okay. Oh, auch geiles Lied. Steht Taxi quer. Oh ja. Hey Mann, ich hab da was für dich. Hast du von diesem Eddie, von dem berüchtigten Insider? Oh, Scheinwerfer sind verfügbar, nice. Eine große Nummer in der Szene. Hatte diese heiße Braut Melissa, mit der ich... Naja, egal, ist lange her. Alter! Mit ausgesuchten Fahrern. Ausgesucht heißt genügend Rap. Bleib auf Empfang. Oh, wir schalten mal die Eddie-Sachen frei. Nice! Geiler Scheiß! Ab geht's bald mit Eddie! Oh ja, der heiße Braun, wenn ist er mit der ich mal. Kleiner war gar nichts, alles gut. Erstmal Eddie einladen und mich zu seinen Events einladen, obwohl er die alte von dem. Also ich weiß ja nicht, gut, es kann ja auch sein, bevor die Melissa mit Eddie zusammengekommen ist, dann ist ja alles gut, geben wir seine, ne? Aber, das kann ja auch gut sein, dass sie beiden eine Diskussion hatten, eine angeregte Diskussion, wollte ich meinen. Eine angeregte Diskussion kommt bestimmt außer Atem. Und dass währenddessen Eddie, aber auch mit ihr am Diskutieren waren, ne? Dass es eine Paralleldiskussion stattfand, von der die anderen Diskutierenden keine Ahnung hatten und damit ihre Argumente nicht gleichzeitig in den Ring werfen konnten. Das klingt alles verdammt für komisch und ich weiß auch, worauf ich hinaus will. Aber er geht gut quer, der Kollege. So, hier solche Kurven kannst du schön querfahren mit Folge hier. Ich kann nicht mal was dafür, dass ich heute so bin. Das Spiel ist schuld. Der kann mich doch nicht anrufen. Ich hab die alte von dem weggeknallt. Sorry. Jetzt. Wie soll man denn darauf reagieren, wenn wir so. Bruder, muss los, geil. Knall ich die auch noch weg. Alter. Ah, fuck. Hallo, Handling. Ich würde gerne wieder weiterfahren dürfen. Dankeschön. Willst du dich nicht mit unserem deinem Reichtum vertrauen, aber wieso verlegt den Kontostand? Der ist, laut deinem Namen müsste das Asiate auf. Müsste das auf ein Asiate sein, der auf rechte Rachefeldzug sein, der nicht gute Mathe ist. Okay. Ach stimmt, man sieht, ihr seht den Kontostand ja im Spiel nicht. Ja, ja. Fair, es ist gut. Die Challenge, von der ich sprach. Eddie von den Eastsiders. Sie suchen nach Teilnehmern, aber dein Rap ist noch nicht so weit. Also drifte, rase, mach Donuts oder irgendeinen anderen Unsinn, mir egal. Sieh nur zu, dass du bekannt wirst, okay? Warum will der, dass hier unbedingt in die Stadt kommt? Da haben wir so. Ja, mach dich mal bekannt, damit ich die Alte nochmal knallen kann, Junge. Die muss nochmal in die Stadt kommen, die Alte. Bang, 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 die bang, sag ich ja nur, ne? Ja, ja, gut, so. Mein Web ist noch nicht hoch genug. 187 und Alter. Der will ein Rap-Battle, hab ich gehört. Ey, die kommen ran. Wir machen ein Rap-Battle. Hey, okay. Okay, wir sehen uns. Eigentlich muss ich mir für Eddie den R34 holen. Für Eddies Challenges müssen wir eigentlich einen R34 fahren. Klar, ich weiß, man kriegt danach Eddies Skyline. Aber an sich wäre es cool, wenn wir mit dem R34 gegen Eddie fahren. Heißt, nächstes Auto, was wir uns holen, ist der Skyline. So. Das Gold habe ich noch rausgenommen. Mehr noch nicht.
glaube ja, Level 25 muss man sein für Eddie, ja, ja. Boah, der geht so geil quer, die Karre, das ist ja der Wahnsinn, ey. Aber wir holen uns für Eddie Stellen, ist für Level 25, dann holen wir uns einen R34. Kriegen wir irgendwie hin. Also wir fahren die erste Mal ein R34 GDR haben. Und ein bisschen Monetas. Theoretisch kann ich natürlich jetzt auch ein paar Rennen, die wir jetzt schon haben, grinden bis zum nächsten Stream. Dass wir schon ein bisschen Monetas haben, aber mal gucken. Boah, das Licht im Tunnel ist halt schon sexy, ne? Boah, sieht das brutal aus. Spike ist ja mit dabei, ne? Spike fährt ja gerade dieses Rennen auch mit. Ich möchte das ja, ich möchte es einfach nur mal betonen, dass ihr euch klar seid, dass der Kollege eigentlich auch mit dabei ist, irgendwo da hinten. Und wir in der S13 fahren, die jetzt auch nicht massiv overpowered ist. Der Kollege, ich sag's einfach nur mal so, ne, im Zweifel. Das ist schon ein ganz okayes Kfz. Da kann man eigentlich schon ganz gut mitfahren. Das ist Serie auch schon nicht allzu langsam. Und das Spike ist ja die Serie, fährt, weil ich schon vorher irgendwas mit Steuergerät geredet habe. Gut, billiges Steuergerät, aber naja, das heißt ja nur. Ja, das mit dem Watchtime mit dem Bot funktioniert noch nicht. Das funktioniert nicht. Bringt noch nichts, wenn ihr das die ganze Zeit rumspammt. Ich bin aber gut in der Zeit. 1,5 Kilometer, wir haben noch eine Minute. Ich fühle mich sehr flott bei dem Rennen hier. Aber das ganze Freischiff-System, was ich teile, habe ich im letzten Stream schon gesagt, ich wünsche mir das gerne im nächsten Teil auch wieder so. Und nicht über irgendwelche Aufgaben, fahr 300, um Auspuff freizuschalten, ist vollkommen behindert. Sondern mach das ruhig über Level, dass man nach und nach Teile freischaltet. Ich finde das so vom System deutlich geiler und progressiver vor allem. Jo, easy win, GG. Schon 7000, ey. Aber wo wir haben, bei Amy schon Rennen mit 12. Ne? Da kriegen wir noch ein bisschen mehr Knede aus dem Rennen raus. Ein bisschen Knede. So. Ich mag die Motorgeräusche zuhören. Möchte mich keinen anrufen? Ah, ich wollte schon sagen, ruf mich an. Ich bin den Canyon runtergefallen. Geil. Ich kannte diese Route nicht. Wie kann man denn noch nie, wie kann man denn Streetracer dieser Stadt sein und nie die Berge gefahren sein? Da, willst du mich eigentlich flachsen oder was? So, ich gehe mal kurz rein, weil ich möchte kurz gucken, was der R34 kostet, weil dem ist mal das nächste Projekt jetzt. Wir tun den ist halt jetzt nicht weiter, weil es lohnt nicht. Der reicht so. Oh Gott, geht mir nicht auf den Sack, alle. Hey, Robin hier. Guten Tag. Hast du vor, noch eine Runde zu driften? Nö. Ich bin dabei, wenn du willst. Ich sagte nein, hör mir doch zu, Alter. Boah, der kostet 49 hier. Okay, wir müssen ein wenig Geld verdienen. Die Monete müssen fließen, wir brauchen 49.000, wir wollen R34 GTR, weil Eddie muss man in einem Skyline besiegen. Einfach Feuer gegen Feuer. Das funktioniert nämlich immer. Wenn eure Küche brennt, Flammenwerfer. Easy, hört auf, keine Sorge, die Küche brennt halt nicht nur noch. Brennt die ganze Bude, aber an sich habt ihr das kleine Feuer ja abgeändert. Man muss in anderen Bahnen denken. Das ist wichtig. So, machen wir mal Venus Events mal kurz fertig. Machen wir das Drift-Event hier unten nämlich. Nachts auf dem Berg. Da war jemand kreativ. Absolut kreativ. So, wir wollen aber das Skyline haben. Heißt, wie gesagt, Geld muss her. Nur Geld im Kopf. Absolut geil. Keine Sorge, der Ausbruch ist gleich durchgebrannt. Aber schön mit Mendus zusammen, geil. JDM, Bro! Bro! So viel JDM. Jetzt bin ich mal gespannt, was er hier so in den Bergen hinkriegt, die Kiste. Ja, schön, dass man die Punkte gegen die Wand geworfen, nice. Oh, den kann man mal schön koppeln hier. Gegenverkehr, knapp noch.
Oh, ging rechts rum. Oh, geht rechts rum. Oh, geht rechts rum. Aua. Wenn du das musst, mir doch vorher sagen. Du kannst doch nicht sagen, doch rechts geht, dann geht's plötzlich durch die Wiese. Da hätte ich die Karre hoher geschraubt. Der Unterboden, Alter. Es gibt Grenzen. Boah, schön rum. Also zum Rift ist die S13 bisher gut. Da kann man nicht meckern. Da kann man gar nicht meckern. Und Level Up haben wir auch noch. Nice. Vorne die starre Bremse haben wir freigeschaltet. Und das Event locker geworden. Und dann ganz schön. 351 wird für einen weiteren Euro. Okay, hier Moneten. Spiker, den kennt ihr von unten betrachtet. Ich glaube auch, der ist, glaube ich, einfach unten geblieben. Der ist, glaube ich, gar nicht gefahren. Der ist einfach so. Wir lassen ihn mal fahren. Der weiß ja gar nicht, dass ich gar nicht da angekommen bin. An sich haben wir ihn ja nie gesehen wieder. Kann sein, er wirklich da unten geblieben ist. So, ja, mach du mal. Schlüssel, Spritze, schade. Das war echt cool, Bro. Wirklich. Bro! Hey, Vlog soll neue Videos gepostet haben. Muss ich mir im Bunker. Warum hast du aufgehört zu reden? Muss ich mir. Du kannst doch nicht schon sagen, dass du in den Bunker gehst. Das brauchst du nicht bei mir reinhalten. Ich finde, das ist schon eine Sache, die wir gemeinsam besprechen dürften. Muss ich mir. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht im Bunker. Das ist kein Thema. Machen wir halt so. Dann halt, keine Ahnung, ich komme irgendwo hin. Irgendwo auf der Map werde ich gleich hingehen. Er meint nicht den Bunker auf jeden Fall. Ja, welcher Bunker? Ich weiß nicht, welchen Bunker ich meine. Gibt keinen Bunker hier. Ich hocke mal in den Bunker mitten in Berlin. Ah, schön. So. Ja, das war eine schöne Zeit damals. Es ist alles bereit. Wir können starten. So. Können wir bitte nochmal neu starten? Ich habe jetzt einen Reifenblank. Nein, ich besiege Eddie nicht in der Suche. Wir besiegen Eddie in den Skyline. Feuer mit Feuer. Ich hab's doch gesagt. Es muss mehr brennen. Darf ich mal nach vorne? Ich würde gerne Sieg holen. Dankeschön. So. Die Drift-Events machen mit dem Ding ultra Laune. Das Ding hat Punkte farmen, wie blöde. So vernebelt die damalige Zeit, Alter. EVO 2015, Fahrphysik in der Nutshell. Und alle KIs haben mir hängen geblieben. Nice. Ich will nicht driften. Kein Bock. War nicht absichtlich. Ich wollte es extra so. Na ja, komm schon. Hallo. Ist mir gerade ein bisschen sehr kuschelig hier. Hilfe. Okay, ich bin einfach. Und tschüss, Cayman. Der hatte den Cayman in der WhatsApp-Gruppe. War anscheinend doch ein Haken dran. Nein, die fährt gerade ein Rennen, die hat keine Zeit. Geht klar. Okay, Mann. Ich roll jetzt drüber zum Bunker. Na, jetzt kann ich. Das ist der Text wieder abgesprochen. Ich roll jetzt drüber zum Bunker. Wir sehen uns. Ja, Amy kommt sicher gleich zum Bunker, aber du gerade nicht. Vielleicht gleich, keine Ahnung. Die wird auch ihre Zeit dafür finden. So, jetzt heißt er erstmal nur Geld sammeln. Wie gesagt, wir brauchen 49.000 für den Skyline. Ja, das mache ich nicht. Das macht die KI. Ich entferne mich davon von diesem Unfall. Den habe ich nicht verursacht. Ich besiege Eddie immer noch nicht in der Super, Kollege. Auch deine Ausrufezeichen helfen da nicht. Guter Lauf, Mann. Dankeschön, Mann. Ein bisschen besser für mich laufen können. Richtig. Natürlich war es das. Sehe ich mir mal an. Bis später, okay?
Okay. Guten Tag, ich möchte gerne einen Drift Train machen. Ich bin sauber eingefädelt. Ein Event mit Robin. Da bist du ja. Ah. Ja, Robin, dann fädeln wir doch mal gemeinsam gut ein, oder? Cool. Kannst du auch ein bisschen schneller fahren vielleicht? Du müsstest dranbleiben, es ist ein Drift Train. Wir müssen das gemeinsam machen, auch wenn ich... Schlechte Verbindung, what the fuck? Also mein Streaming-Rechner sagt, die Verbindung fabelhaft ist. Ach, komm ran, Alte! Wir müssen den Drift Train haben, komm ran! Wenn wir die Punkte haben, werde ich wegfahren, einfach ist mir dann egal. Aber ich so lange... Ich habe da nicht hingelegt, okay. Müssen wir zusammenarbeiten. Okay, reicht. So, ich kann mich da mal verpissen. Tschüss, Robin. Ja, ja, bleib zusammen. Nö, 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 nö. Ich hau ab, ich hau ab, ich hau ab, ich hau ab. Tschüss. Ich hab genug Punkte. Ich brauche mich mit dieser Dame jetzt nicht mehr umgeben. Krass, wir haben noch 3 Kilometer vor uns, ey. Okay, schön. Ich warte indirekt auf Robin. Nicht unbedingt freiwillig, aber in gewisser Weise schon. Bleib bei deiner Gruppe, geh mir nicht auf den Sack. Ich bin meine eigene Gruppe. Alles Ansichtssache, was man als Gruppe sieht. Oh Gott. Das war der langweiligste und traurigste Unfall dieses Jahrzehnts. What the fuck? Hi, Robin. Hey, Robin. Keine Absicht. Da habe ich dich aus Versehen gefrenzt und ups. Das tut mir jetzt aber leid. Wie kommt man denn darauf, nur 26.000 Punkte zu brauchen? Selbst wenn ich mich die ganze Zeit von der Dame entferne, habe ich 56. Hi Amy, guter Zeitpunkt. Travis, was hast du versprochen? Ach komm schon, nicht jetzt. Dann werde ich mit Manu reden. Gut, wenn du es unbedingt so willst. Das ist nicht der Grund deines Anrufs. Nein, aber ich habe Manu nicht ins Spiel gebracht. Also was dann? Jetzt, wo ihr beide in der Leitung seid, ich habe eine Überraschung. Was? Seid ihr in der Werkstatt? Noch nicht. Dann fahrt hin. Was ist denn? Fahr einfach hin, Amy. Und du auch, Chico. Ja, ja, machen wir gleich. Machen wir gleich. Ich weiß, wir wissen ja, wo wir hin müssen. Ja, na gleich, Sandy ist zu Besuch. Ja, wollen wir natürlich mitbekommen. Das war krass. Die Straßen waren super. Du warst scheiße. Schade, hab keine Zeit mehr, muss los. Ich melde mich später. Bis dann, bye. Und wieder ein Korb. Geil. Ich fühle mich richtig, das macht richtig Spaß. Macht das. Toll ist das, super geil. So, komm, dann machen wir noch das Rennen für Spike. Dann haben wir gerade zumindest mal Rennen wieder absolviert. Und ich glaube, da machen wir jetzt gleich zum Ende nur noch ein bisschen Cutscene abgeblabber. Das machen wir gleich noch. Und ja, so. Engel am roten Bereich. Wollen wir ihn nochmal unterbieten. Gut, ohne Vorwurf von Spike, einfach nur fahr. Gut, dann machen wir die Zeit dann alleine. Spike war anscheinend zu scheiße. Ich bin ehrlich, Spike war zu scheiße. Ich höre mal, die Kurven verketten kann mit dem Ding, ey. Noch ein bisschen mehr Leistung, das wäre richtig brutal. Aber wir sparen ja gerade Geld, wie gesagt. Nächstes Stream wollen wir uns auf jeden Fall den R34 GDR gönnen. Der kostet ja 49. Knapp über 30 haben wir. Nur da müssen wir ja auch Leistungstudie machen. Das Ding ist ja Serie noch nicht gebrauchbar leider hier im Spiel. Oh, Bodenwelle, aua. Aber wenn es gut geht, schaffen wir es passend zum Level 25. Dann haben wir perfekt dafür den Skyline ready.
Ja, ich möchte sagen, warum ruckelt das gerade? Aber es liegt nur daran, weil zwei Leute gejoint sind. Dann mag der Server manchmal nicht so ganz gerne. Ist Skyline ready für Eddie? Oh, ich hab jetzt gemerkt, dass es ein Raum. Dass ich das gereimt hab. Ja, ein wahrer Künstler merkt nicht, wenn er Werke erschafft. Es passiert einfach. Einfach eine Eingebung, die mich erfüllt hat. Es passiert einfach so. Das war verdammt knapp, was das nicht geschafft hat. Das war aber ein Wunder, ey. Guten Tag. So. Einmal rum hier. Geh mir nicht auf den Sack mit deiner schlechten Internetverbindung. Die ist nicht schlecht. Du bildest dir das ein. Hallo. Beruhig dich. Da ist hier keine Faxen. Ich hoffe, ich komme mit dem Skyline genauso klar. Aber der S13 habe ich mich echt schon gut eingefahren. Die fährt sich auf jeden Fall besser als der M3 und der BRZ. Und ich fahre den Gegenverkehr. Super. 1A. Perfekt. So wollte ich das haben. Dankeschön. Immer wieder gerne. Gegenverkehr ist super. Und Disconnect kurz vor Rennende wäre hart assig. Wir hoffen einfach mal nicht. So. Jetzt Zeitfahren auch entspannt geschafft. Wieder weiteres Cash. Ich sag, nächsten Stream werden wir uns auf jeden Fall den Skyline gönnen können. Das wird immer besser. Ich reime nur noch. Das ist der Flow, der mich erreicht hat. Halt die Fresse, beruhig dich mal. Hier spricht die State Police. Uns wurde ein Typ gemeldet, der die Straße unsicher macht. Nur ein Witz, Mann. Hätte ich fast nicht gedacht. Die Polizei lacht mich sonst auch immer an meiner Kontrolle. Ha, wir wollen sie kontrollieren. Hahaha, stillgelegt. So ungefähr. So, jetzt haben wir wieder nur Cutscene. Sie in der Nachricht auch. Robin hat auch noch was. Nicht mit dir treffen. Sollen wir die Straße rocken? Sekunde, ich bin am Telefon. Willst du dich treffen? Mit wem sprichst du? Warte mal. Er soll mitmachen. Je mehr, je besser. Also was? Oh Gott. Oh Gott, Kopfkino. Ah. Vielleicht sehen wir uns da oben. Ich bin verstört. Das hat gerade meine Welt kaputt gemacht. Komm, eine Katzin gönnen wir uns noch zum Ende des Streams heute. Das können wir noch machen. Eine machen wir noch. Wir gehen zu Menu in den Bunker. Zu Menu. Das machen wir noch. Das macht mit mehreren gleich viel mehr Spaß. Ja, es ist schön. Und vielleicht auch richtig. Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe so eine schöne Druckstelle hier vom Stuhl. Das ist auf jeden Fall gesund. Eieiei. Nein, ablehnen wollen wir jetzt nicht. Aber die Location wollen wir betreten. Und Schürze im Arsch. Aber gut, die Karre ist eh schon fertig vorne. Echt einen ja. Draufgelegt. Was geht ab? Oh Mann, alles gut? Stolz gut. Oh Mann, hast du Lust? Verdammt, ich hätte so gerne einen Unicorn RTR. Genauso. Monster! Ames. Bau dir doch einen Hunisaurus Rex. Wow. Mhm. Dafür würde ich dich anbeten. Oh, dann stell dich hinten an, Babe. Hey, warte. Nein. Oder betest du mich etwa schon an? Aus der Ferne und mit großem Respekt. Das ist okay. Gut. Ich meine, ich wusste es, aber ich wollte es hören. Spike. Hey. Alles klar, Mann? Was geht ab? Jo. Hängst du etwa immer noch mit denen hier rum? Mann, sei ruhig. Guck dir, wie Leute Donuts drehen. Jo, Spike. Das hier musst du sehen. Sogar du, Lester, mal wirst Block respektieren. Damit ich mich ganz warm und gemütlich fühle. Guckst du dir an? Im Ernst, Mann. Das ja, ist Spitzenklasse. Klar. Spitzenklasse. Hab gehört, er soll sich die Straßen absperren lassen und braucht trotzdem einen Tag für das bisschen Schotterfahren. Ganz toll, Mann. Hm? Jeder kann was zusammenschneiden auf dem Laptop und es wirkt gut, weißt du? Oh, oh, oh.
Was musst du sehen, um überzeugt zu sein? Oh, na, ich meine, lasst mal die ganze Videomagie weg. Was bleibt dann? Huh? Hm? Oh, okay. 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 Hey, pass auf mal. Sagen wir, wir drehen eine Fahrt. In einem Take, ohne Schnitte. Ja, klar. Warte. Ein Take, Gymkhana. Das ist kein normales Gymkhana. Wir zeigen nochmal Kens Fahrt, Move für Move. Okay, du bist verrückt. Oh, Ames hat recht. Du hast deinen Verstand okay, verloren. Was jetzt? Schon machst wieder? Du mit? Los geht's. Boom, okay. 1, 2, 3. Wir nehmen eure Entschuldigungen dann an. Okay. Bargeld, Karten, ist alles gut. Ich suche nach Plätzen. Ich melde mich. Wir rocken das. Ja, klar, machen wir das in einem Take. Wer die im Kanalfalls gesehen hat, weiß, es auch kein Block, dass ich in einem Take macht. Aber hey, ich sag's ja nur. Yo, das muss ich dir lassen. Du hast echt gerockt. Nein, wir haben gerockt. Du warst echt gut, Spike. Yo, was ist mit Manu und Amy los? Keine Ahnung. Du glaubst nicht, dass... Was? Dass sie mit den Cops gespielt haben? Nein, das meinte ich nicht. Ich dachte, sie lassen mal so richtig die Sau raus. Komm schon, Spike. Man weiß niemand. Vielleicht starten sie einen neuen Trend, lassen die Vergangenheit hinter sich. Warum sparen wir uns das nicht und machen es so wie früher? Damals, als wir... Hey, Travis, hast du schon irgendwas von Magnus gehört? Okay, vergesse es. Noch nicht, Spike. Oh, jo, Manu schreibt gerade. Er fährt gerade zum Longhorn. Alles klar. Also los, kommt alle mit. Wir fahren rüber. Jetzt! Spike, ich muss... Ja, und mit dieser wunderschönen Diskussion würde ich sagen, sind wir fertig und raus für den heutigen Stream. Mit Need for Speed geht's am Sonntag weiter, ab 12 Uhr könnt ihr da wieder reinschauen. Am Freitag gibt es 16 bis 18 Uhr ein wenig wunderschönes Trials Rising, wenn ihr Bock habt. Ach stimmt, oh, da war ja noch eine Katze. Entschuldigung, ganz vergessen. Ach du Überraschung. Nein. Travis, du hast... Danach sind wir fertig. Ganz vergessen. Du wolltest doch eine perfekte, makellose Karosserie. Hier ist sie. Das ist sein Wagen. Hey, ich bin kein Dieb. Nach deinen Fotos hat Nakai mich angerufen. Er ist neugierig und ich werde ihn überzeugen zu kommen. Aber vorher... drehst du eine Runde mit seinem Meisterwerk. Erst studiert man das Bild, dann trifft man den Maler. Ja, ganz richtig gehört. Du nimmst Nakais Karre und findest heraus, was so toll daran ist. Ich wusste nicht, dass du ihn kennst, Travis. Nakai, Obama, den Dalai Lama. Ihr wart gut, Jungs, aber das ist die nächste Stufe. Nur wer das Meisterwerk kennt, ist kein Lehrling mehr. Na los, fahr ihn und lerne. Ich zuerst, Mann. Wir sehen uns draußen, okay? Sieh zu, dass du schneller bist. Ja, und das werden wir dann im kommenden Stream machen am Sonntag. Menno, gehe ich jetzt nicht drauf ein, das hören wir uns auch nächstes Mal an. So sieht's aus. Und ja, ich werde wieder raus für den heutigen Stream. Es hat mir wieder eine Menge Spaß mit euch gemacht. Danke wieder für euren Mega-Support. Mache ich jetzt mal wieder auf die neue Bock hier auf Twitch aktiv zu sein und live mit euch zusammen. Und ja, ich würde sagen, wir sind raus und sehen uns dann Freitag für Trials wieder. Und wenn ihr Bock auf Need for Speed habt, schaut gerne am Sonntag rein hier auf Twitch. Und bis dann. Tschö.